Mein Name ist Markus Berling, ich bin der Leiter der Feuerwehr Isselburg. Wir haben hier heute einem Gewerbeobjekt einen Brandeinsatz. Es brennt eine Industriehalle, wo Textilien eingelagert sind, auf rund 2000 Quadratmeter Größe. Beim Ersteintreffen der Fahrzeuge war schon die komplette Halle im Vollbrand. Aufgrund dessen wurden mehrere Einheiten aus dem gesamten Kreis Borken hier zur Brandbekämpfung angefordert. Ja, wir sind gut über 200 Einsatzkräfte vor Ort, bestehend aus Kräften des Deutschen Roten Kreuzes, der Kreisbereitschaft Mitte des Kreises Borken, die Feuerwehr in Isselburg komplett, die Feuerwehr Milling, die Feuerwehr Bocholt, Polizeikräfte, Ordnungsamt, Bürgermeister, Bauhof. Technisches Hilfswerk ist jetzt nachalarmiert worden für die Ausleuchtung, da sich der Einsatz noch in die Abendstunden weiter verzögern wird. Nein, das Bürogebäude konnte aufgrund einer massiven Riegelstellung zwischen den Gebäuden gehalten werden und da kam es nur zu kleineren Schäden. Wir haben hier einen Gebäudekomplex aus 4 Hallen und ein Gebäude ist nur betroffen. Genau, mit der Drohne wird nochmal eine übersichtliche Lage von oben dargestellt. Die Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet und da können wir uns noch sehen, wo wir Einsatzschwerpunkte zur Brandbekämpfung festlegen müssen. Nein, es gab keine verletzten Feuerwehrkameraden oder Angehörige bzw. Mitarbeiter der Firma. Nein, die Firma hatte schon Feierabend. Das ganze Gebäude ist mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet und die hat die Branderkennung und die Alarmierung der Feuerwehr durchgeführt. Nein, als Feuerwehr nicht. Die Polizei wird nachher, wenn die Brandstelle begehbar ist, ihre Ermittlungen aufnehmen. Ja, die Feuerwehr Isselburg hat zur Postbus Gendring ein freundschaftliches Verhältnis und wir tauschen uns mit Einsatzkräften bei Bränden aus. Die niederländischen, genau. Mein Name ist Stefan Reckmann, ich bin Einsatzleiter hier von Seiten der Polizei bei diesem Brandgeschehen hier in Isselburg. Momentan können wir da noch keine Angaben zu machen. Das Brandursache ist noch nicht bekannt. Wir müssen auch erstmal die weiteren Arbeiten der Feuerwehr abwarten, bis wir näher ans Gebäude und im Gebäude dann nach der Brandursache forschen können. Es brennt eine Lagerhalle, die knapp 3000 Quadratmeter Grundfläche haben soll. Im Vollbrand und in der Lagerhalle sollen Materialien gelagert sein, die laut Angaben der Feuerwehr unbedenklich sind. Bisher war das Einsatzgeschehen hier unproblematisch. Wir haben Sperrstellen eingerichtet von Seiten der Polizei, um den Verkehr abzuleiten, damit die Löscharbeiten reibungslos funktionieren können. Dort ist es bislang noch zu keinen Problemen gekommen. Ich gehe davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch die ganze Nacht hinziehen werden. Die Abstellmaßnahmen beziehen sich hier auf den direkten Einsatzbereich, sodass die Einsatzfahrzeuge gefahrlos arbeiten können. Ich war hier gegen 6:30 und ich gucke Feuer hier in dieser Firma. Aber dieser Foto mit meinem Handy. Ich glaube, dieser 19 Uhr hier, aber ich weiß nicht,
the ground. I was here in this area, about 6 o'clock afternoon, and I feel fire here in this firma, and I was in with my family in my car, in this street. And so there fire before Polizei oder come. Ja, ich bin also der Vater vom Inhaber, vom Arno. Und ich bin also heute Abend durch die Alarmbereitschaft angerufen worden. Das geht also automatisch über die Brandmeldeanlage. Und während die dran waren und mir sagten, dass es also hier brennt, rief mich mein Sohn auch schon an und sagte, ja, bei uns brennt es dann. Und ja, dann bin ich direkt hierher gefahren. Dann. Ja. Ja, dass dann die Halle hier voll in Flammen stand da. Ne? Also vor allen Dingen in der kurzen Zeit, also das ist für mich unfassbar, also wie schnell das also gegangen ist. Ja. Ja. Wir haben also insgesamt hier 5 Hallen und die Halle 5, das ist die größte Halle, die ist also abgebrannt. Ja, ja, da hatten wir also Verpackungsmaterial, sehr viel Kleidung, dann lagern hier Formen für eine Eisengießerei, es sind riesengroße Ventilatoren und ganz große Kühlradiatoren, sage ich jetzt mal. Ja, und solche Dinge. Ich weiß zum Beispiel nicht, die Formen da, was damit passiert ist, ob und wie hoch die Wertigkeit davon ist und von der Kleidung. Also ich habe da absolut, kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir lagern das ja auch nur und ja, jeder Kunde muss dann also die Ware auch gegen Brand, Diebstahl und so weiter, Wasserschäden selbst versichern. Es sei denn, wir sind wohl dagegen versichert, wenn wir irgendwelche Schäden da verursachen. Aber ja. Ja, aus Holland sind auch welche hier. Da ist sogar einer der holländischen Feuerwehren aus Gendringen. Der junge Mann, der ist gekommen und der muss morgen also seinen Vater zu Grabe tragen. Und der war sogar auch nicht. Das ist also eine Werkstatt, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Und das war also sehr, sehr beeindruckend, dass er auch mit dabei war. Ja. Nein, also ich sage ja, ich bin mehr als 50 Jahre schon in dem Job drin, aber das habe ich noch nie erlebt. Nein. Ja. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt. Ja, ja, da brannte lichterloh. Ja, hier in dem Bereich hier, also da brannte schon lichterloh. Ich bin zwar hinten reingekommen und ich habe dann so dazwischen gesehen, also dass das schon sehr, sehr stark in Flammen war. Da, ja.